Hallo Leute, und da sind wir wieder bei Simon, dem Sorcerer. Wir stecken gerade immer noch mitten im Wald fest, haben letzte Folge angefangen, den Wald zu erkunden. Und gehen jetzt weiter. Ich muss kurz überlegen, da oben war die Goblin-Festung, glaube ich, wenn ich mich weiter erinnere. Da ging es zum Sumpfling und zum Gebirge, also gehen wir nach rechts. Und stapfen weiter durch die idyllische Landschaft mit Schmetterling. Und der sieht auch verdammt glücklich aus. Es war zu schön, um wahr zu sein. Und hört sich auch richtig glücklich an. Reden wir mal mit dem glücklichen Herrn. Ich habe Sorgen. Entschuldigung. Was gibt's? So, als ob du eine Aufmunterung nötig hättest. Wirklich, Holzfäller. Die Sonne scheint. Hip hip hurra. Die Sonne scheint. Hip hip hurra. Wer bist du? Ein Minnesänger? Ja. Ein Minnesänger? Ich mag Minnesänger. Ich glaube nicht mal du kannst mich jetzt erheitern. Womit habe ich das verdient? Ich hoffe doch mal, Pech ist nicht ansteckend. Ja, Pech nicht ansteckend. Ich hoffe, Pech ist nicht ansteckend. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Meine größte Sorge sind die Bäume. Bäume? Bäume. Bäume? Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Wie genau kann ein Baum ein Problem sein? Wie kann denn ein Baum ein Problem sein? Es sind nicht alle Bäume, nur die hier in der Gegend. Ja, was heißt dieses Bäume? Ist es wahr, dass man Alter eines Baumes an der Zahl seiner Ringe ablesen kann? Ist es wahr, dass man das Alter eines Baumes an der Zahl seiner Ringe ablesen kann? Natürlich. Wow, wieder was hast du gelernt. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald? Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Ja, ich wette, du kommst ja so richtig dumm vor. Aber wir wollen ja nicht gemein sein, ne? Das heißt, warum kaufst du nicht eine magische Axt? Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril. Und es ist das härteste bekannte Metall. Was? Härter als Diamanten? Was? Härter als Diamant? Diamant ist kein Metall. Aber es ist härter als Diamant und noch seltener. Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Dann, was? Er kennt keinen, der es gesehen hat, aber er weiß, dass es existiert? Okay, schon mal die Zwerge gefragt? Hast du schon mal die Zwerge gefragt? Wenn du Mithril willst, sind die Zwerge das Richtige. Aber diese gestutzten Kerle wissen absolut nichts über Milrit. Als ich sie fragte, gaben sie mir nur diesen Metalldetektor. Okay. Glaubst du, in der Gegend hier könnte welches sein? Glaubst du, hier in der Gegend könnte welches sein? Bin fertig. Hier, sieh dich an. Du kannst auch nicht schlechter abschneiden als ich. Okidoki. Was? Achso, wir kriegen einfach den Metalldetektor mit. Okay. Was soll ich tun? Jetzt ein Metalldetektor. Okay. Kann man noch irgendwas mit ihm reden? Gibt noch irgendwas Moin, Sinnvolles? Holzfäller! Oh, hallo. Erfolg gehabt? Nö. Nein. Ich habe nicht viel erwartet. Lass mich allein. Ich befinde mich gerade in einer ewigen Tiefphase. Oh, der ist ja motiviert. Warum okay. Habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Ist hier direkt neben dem Haus vielleicht was? Ich glaube, hier finde ich kein Milrit. Die ganze Zunft wird sich über mich totlachen. Ja, ganz ruhig. Wir finden schon Milrit. Okay. Was ist denn jetzt hier? Können wir irgendwas machen? Schlucht. Da ist jemand am Fischen. Okay, können wir einfach das Seil runterwerfen? Das geht doch so nicht. Na, okay. Na gut. Hier kommen wir aber auch so nicht rüber, oder? Ne, das haben wir gar nicht rüber. Dann mal wieder zurück. Dann stapfen wir mal wieder zurück. Ich werde alles verkaufen müssen.
Naja, ganz ruhig. Wir finden schon eine Lösung. Da bin ich ganz guter Dinge hier. Das wird schon. Und wenn wir einfach nur Mithril finden und zwei Buchstaben vertauschen. So, hier war nix. Die haben, glaube ich, auch alle abgegrast langsam. Mensch, die Wege schränken sich doch langsam ein. So ein bisschen, wenigstens. Dann haben wir den Forscher, der... auch Fossilien, genau. Nur hier Pflanz-Mensch-Kreuzungsfossilien. Wo ging's denn da hin? Ach ja, zum Opferaltar. Gut, okay. Ja, das ist so, den Wald muss man irgendwann... Was? Was ist denn das für ein Lärm? Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter, ich kann dich nicht hören. Jetzt hör doch mal kurz auf! Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie wär's denn aufhören zu atmen? Was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das? Dieses Ding ist ein Sausophon. Das ist ein Musikinstrument. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Was ich gehört habe, klang nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Oh, okay. Da kommen wir auch nicht weiter. Erstmal. Na gut, dann ab nach unten. Das ist auch die schönste Musik, die ich je gehört habe. Anschauen, der sieht traurig aus. Er weint, weil ein Dorn in der Ferse seines Fußes steckt. Oh, red nochmal mit ihm. Kannst du mir helfen, Junge? Haben wir ein Problem? Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus. Dann lass mal sehen. Dann lass mal sehen. Gleich hab ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Oh. Schon fertig. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Juhu. Ist schon okay. Ja, mein Barbarenfreund. Na gut. Aber hier, nimm diese Pfeife. Oh, wer guckt. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke. Ein netter Kerl. Ja, ein freundlicher Barbar. Noch irgendwas hier? Haben wir eine Pfeife? Damit können wir jetzt einen Barbaren rufen, wenn wir Hilfe brauchen. Nö, sonst nichts. Geht's denn da lang? Sieht so einladend aus. Ah, okay, kommen wir hier raus. Dann jetzt mal mit nach rechts gehen, dürfen wir wieder an der Kreuzung sein. Glaube ich, wenn ich gerade nicht mich mein Orientierungssinn täuscht. Okay, das wäre geklärt. Dann wieder ab nach unten. Dann gehen wir den Weg da mal wieder zurück. Der Papa ist weg. Seinen Kissen-Steinhaufen hat er da gelassen. Okay, warum nicht? Dann gehen wir mal weiter. Und wir sind am Anfang. Okay. Dann bleibt nur noch ein Weg. Ab nach unten. Was auch immer diesen Baum gefällt hat. Also hatte der Holzfäller nicht gesagt, dass die Bäume hier magisch geschützt sind? Der sieht nicht sehr magisch geschützt aus. Aber okay. Die Musik hat sich geändert. Okay, dann... rechts. Rechts zuerst. Hast du etwas Holz übrig, mein Freund? Hast du gerade etwas gehört? Nö, das war bestimmt nichts. Gehen wir einfach weiter. Irgendetwas. Ich könnte schwören, ich hätte eine Stimme gehört. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen. Geh von mir runter! Unter dir konnte ich nicht atmen. Mein ganzes Leben lief vor meinen Augen ab. Entsprechender Baum. Es muss eine logische Erklärung dafür geben. Du könntest mich wenigstens mal ansehen, wenn ich mit dir rede. Nur weil ich bettle, muss ich doch kein schlechter Mensch sein. Ja. Ich hab mit dem Spieler geredet, ich mit dir.
Ich habe mit dem Spieler geredet, nicht mit dir. Aha! So! Hast du jetzt etwas von übrig oder nicht? Versuch da etwa deine Muskeln spielen zu lassen. Ich weigere mich strikt zuzugeben, dass ich mit einem Baumstumpf rede. Ich weigere mich strikt zuzugeben, dass ich mit einem Baumstumpf rede. Hä? Du redest nicht mit einem Baumstumpf! Wir sind Holzwürmer! So, na klar. Wir verhungern elendig! Dieser Baumstumpf ist so gut wie ausgesaugt! Pardon, habe ich nicht gemerkt, dass ihr Holzwürmer seid? Pardon, hab nicht gemerkt, dass ihr Holzwürmer seid! Du hast nicht wirklich geglaubt, du redest mit einem Baumstumpf! Nein, natürlich nicht! Nein, natürlich nicht! Warum könnt ihr überhaupt sprechen? Warum könnt ihr überhaupt sprechen? Das ist ja wieder mal typisch! Du hast gerade behauptet, wir könnten nicht sprechen, nur weil wir Holzwürmer sind! Ja, hab ich. Lass mich dir mal was sagen, mein Freund! Deine Haltung ist so verdammt typisch für die gesamte Menschheit, dass mir schlecht wird! Du hast nie versucht, mit uns zu reden! Du meintest gerade, Holzwürmer könnten nicht reden! Es ist einfach nur Rassismus! Rassismus? Gegen Holzwürmer? Rassismus? Gegen Holzwürmer? Und genau das ist Teil des Problems. Du betrachtest uns nicht mal als Volk. Nun, berichtige mich, wenn ich mich irre, aber... Wir haben das gleiche Recht zu atmen wie du. Ja, tut mir leid, okay. Tut mir wirklich leid. Tut mir leid, okay? Tut mir wirklich leid. Nun, was wir wirklich wollen, ist etwas Holz von wirklich hoher Qualität. Etwas von wahrer Klasse. Teak, okay. Zum Beispiel. Oder Gelbholz. Ich meine Treibholz. Wie wär's mit einem Stück Ebenholz? Ebenholz, ja! Ich geh's mit Balsam. Ich liebe Balsam. Ebenholz. Balsam. Mädels. Ganz ruhig. Hier wohnt ein Wald. Also gut, Mahagoni, haben wir uns dann geeinigt. Ja, schön, alles um einen Holzwurm in Not zu helfen. Schön, alles um einen Holzwurm in Not zu helfen. Du wirst es nicht bereuen, hörst du? Natürlich nicht, bestimmt nicht. Holzwürmer helfen einem auch immer richtig viel. So, okay, ab nach rechts. Wir müssen Holz finden. Ich wette, da kann uns auch der Holzfäller helfen, wenn wir ihm eine neue Axt machen. Landschaft. Nichts, nur zur Sicherheit. Hallo, der Herr. Wer kommt da über meine Brücke gelaufen? Los geht's. Ich bin's doch nur, der kleinste Ziegenbock Ruff. Ich bin auf dem Weg ins Tal, um mich fett zu fressen. Dann werde ich dich verspeisen. Oh nein! Bitte friss mich nicht auf! Ich bin viel zu klein und auch nicht fett genug. Warte, bis der zweitkleinste Ziegenbock vorbeikommt. Der ist viel fetter als ich. Na gut, dann einen Moment mal. Darauf will ich schon mal reinfallen. Wenn das so weitergeht, fliege ich am Ende in den Fluss. Wie immer. Nein, nein, nein! Das ist total falsch! Schauen Sie hier, auf Seite 23 des Textes. Ich sage, der ist noch viel fetter als ich. Woraufhin Sie sagen, na gut, dann verschwinde.
sie auf den zweiten und so weiter. Das ist doch so einfach. Jetzt passen Sie mal auf, Mr. Gruff. Jeden Tag werde ich in diesen blöden Fluss geschmissen, aber jetzt habe ich genug. Ich verhungere. Deshalb werde ich dieses Kindermärchen etwas ändern. Ich werde sie nun fressen und ihren kleinen Freund da in die Tiefkühltruhe schmeißen. Frissi. Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Troll. Sie haben einen Vertrag für den Job unterschrieben. Also sagen Sie Ihren Satz und lassen Sie mich durch. Oder fangen Sie schon mal an, Ihr Büro zu räumen. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mir ist dieser Job und dieses Büro total egal. Ich bin gerade dabei, meinen Vertrag mit der Gruff und Gruff AG zu kündigen, indem ich einen meiner Arbeitgeber fresse. Können wir das nicht ausdiskutieren? Das ergibt für Sie doch keinen wirtschaftlichen Sinn. Warum besprechen wir das Ganze nicht noch einmal? Tut mir leid, Herr Gruff. Nur der Stärkste überlebt. Schauen wir uns mal die grundlegenden Instinkte an. Ich bin ein großer, kräftiger Fleischfresser. Und Sie ein schwacher, wehrloser Pflanzenfresser. Rechtlich gesehen sollte ich momentan Ihre Überreste aus meinen Zähnen entfernen. Um nochmal auf den Text zurückzukommen. Wie Sie sehen, hätten Sie bei einem Verzicht auf mich die Möglichkeit, meinen etwas größeren und fetteren Bruder dort zu verspeisen. Mr. Gruff, Sie sind ein sehr zuvorkommender Arbeitgeber. Ich hatte immer mein Weihnachtsgeld und so. Darum habe ich mich entschlossen, Sie nicht zu fressen, sondern wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich gründe eine Zollstation. Niemand darf bis auf Weiteres über diese Brücke. Okay. Ich bin sicher, wir können uns irgendwie einigen. Ich werde nicht, ich betone, nicht weichen. Das etwas überraschende Wendung genommen. Bleiben. Aber okay. Ich werde nicht, ich betone, nicht weichen. Dann mischen wir uns da mal ein. Einen wunderschönen Morgen, Herr Troll. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Troll. Darf ich die Brücke überqueren? Niemand darf über diese Brücke, bis ich zufrieden bin. Okay. Wir haben Glück mit dem Geschäftsreisenden für Zufriedenheit. Sie haben Glück. Ich bin ein Geschäftsreisender für Zufriedenheit. Wirklich? Vielleicht können Sie mir sagen, was Zufriedenheit ist. Zufriedenheit ist ein kleiner, behaarter Nagel. Was zur Hölle? Davon habe ich ein paar Exemplare in meiner Tasche. Davon habe ich ein paar Exemplare in meiner Tasche. Ich will sie sehen. Scheint, als hätte ich sie daheim vergessen. Warum sind Sie unglücklich? Warum sind Sie unglücklich? Jeden Tag kommen diese saftigen, fetten Gruff-Böcke hierher, um über die Brücke zu gehen. Ich weiß, wie die Geschichte verläuft, aber ich sterbe vor Hunger. Und bis ich nicht eine Ziege zu essen bekomme, darf niemand über diese Brücke. Ja, zum Glück stehen nur noch zwei Ziegen, ne? Warum essen diese zwei nicht gleich hier? Warum essen Sie diese zwei nicht jetzt gleich? Die zwei werden beschützt. Ihr großer Bruder ist ein harter Brocken, glauben Sie mir. Ich weiß es bestimmt. Wenn ich eine Klaue an sie lege, dann... Haben Sie etwa Angst vor einem Ziegenbock? Sie haben Angst vor einem Ziegenbock? Das ist kein gewöhnlicher Ziegenbock. Er ist 3 Meter lang mit unglaublichen Hörnern. Ich will nur etwas Ziege zum Essen. Na gut, dann besorge ich Ihnen eine. Okay, ich besorge Ihnen eine. Okay, einen Moment bitte. Was ist denn das für eine Pfeife um Ihren Hals? Das ist eine magische Pfeife. Das ist eine magische Pfeife. Magisch, hä? Gib's her. Die Pfeife geklaut. Hä? Das hat ja viel. Hat sie weggeschmissen. Wo waren wir doch gleich? Ach ja.
Ich wollte gerade vorschlagen, dich anstatt. Nee, mach dir dieser Typ Ärger! Ja, schnapp ihn dir! Okay! Oh. Machst du meinem Freund Ärger? Nein, gnädiger Herr. Es scheint, als wäre er anderer Meinung. Oh. Was soll ich mit ihm machen? Wirf ihn in den Fluss. Okidoki. Ist jetzt alles okay? Yep. Vielen Dank. Bis dann. Oh Mann, der arme Troll. Guter Wurf. Die Ziegen laufen durch. Ganz langsam laufen sie durch. Gut. Damit haben wir das geklärt. Wir haben noch ein Schild. Können wir das mitnehmen? Jo, wir haben ein Streikschild. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, beenden wir diese Folge auch schon wieder für heute. Dann wieder vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.